Großfeuer hier in Relling, Ortsteil Kupundert. Ca. 19.20 Uhr wurden die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Relling hier zu einem Dachstuhlbrand alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte fanden die Einsatzkräfte den Dachstuhlbereich in Vollbrand. Ja, durch die Feuerwehren wurde hier umgehend der Löschangriff eingeleitet. Eine Person konnte sich beim Eintreffen aus dem Gebäude bereits retten und weitere Personen wurden nicht vermisst, sodass sich auf die Löscharbeiten konzentriert werden konnte. Weiter hinzugezogen wurden die Feuerwehren aus Halzenwinkel mit einer Drehleiter sowie der Feuerwehr Egenbüttel mit Unterstützung mit Atemschutzgeräteträgern. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand dieses Gebäude in Vollbrand. Das bedeutet, das gesamte Gebäude brannte in voller Ausdehnung. Den ersten Kräften bot sich hier eine Flammenwand, gegen die angekämpft wurde, sodass davon auszugehen ist, dass der Sachschaden im Inneren immens ist. Ja, Angaben zur Schadenshöhe können wir hier seitens der Feuerwehr nicht machen. Die tatsächliche Schadenshöhe wird die Kripo ermitteln. Kann man sich schon irgendwie erklären, wie das passieren konnte? Nein. Was sicherlich klar ist, ist, dass der Brand sehr weit fortgeschritten gewesen sein musste, als er entdeckt worden ist, da sich dieses gesamte Gebäude im Vollbrand befunden hat beim Eintreffen der ersten Kräfte. Die Ursache ist auch Gegenstand der Ermittlungen der Polizei.